In der dritten Aufgabe war eine Schaltung gegeben, die bestand aus zwei Widerständen, die zueinander in Reihe geschaltet waren. Die hießen R1 und R2. Und zu diesen zwei Widerständen waren nochmal zwei Widerstände parallel geschaltet und jeweils zueinander in Reihe. Die waren nicht als Widerstand bezeichnet, sondern als Leitwert und hießen G3 und G4. Und diese Widerstände wurden jetzt gespeist von einer Stromquelle. Und diese Stromquelle hieß eben einfach IQ und hatte einen Wert von 2 Ampere. Und für diesen Widerstand hier war gegeben, das sollten 10 Ohm sein und das sollten 20 Ohm sein. Und für diesen Leitwert hier war gegeben 0,1 Siemens und das hier waren 0,05 Siemens. So, was man jetzt machen konnte, ist das hier in einen Widerstand umrechnen und das in einen Widerstand umrechnen. Dann kommt raus, dass dieser Widerstand R3 hier, also 1 durch 0,05, das sind auch 20 Ohm, so wie hier drüben. Und wenn man diesen Leitwert in einen Widerstand umrechnet, 1 durch 0,1 Siemens sind 10 Ohm, genauso wie dieser Widerstand hier drüben 10 Ohm sind, dann ist natürlich der Ersatzwiderstand in diesem Zweig 10 Ohm und 20 Ohm. Das macht zusammen 30 Ohm. Ich kann das mal hier so rasch skizzieren. Also dieser Zweig hier, das sind zusammen 30 Ohm. Und wenn man das gleiche auf der anderen Seite hier macht, diese beiden Widerstände zusammen, das sind eben auch 30 Ohm. So, und wenn man 30 Ohm und 30 Ohm parallel geschaltet hat, und die beiden eben gleich groß sind und da ein Strom von 2 Ampere durchfließt, dann teilt er sich natürlich zu gleichen Teilen auf. Dann fließt 1 Ampere hier lang und 1 Ampere hier lang. Und dann kann man natürlich auch relativ rasch hier die Spannungsabfälle ausrechnen und sagen, okay, 1 Ampere durch einen 10 Ohm Widerstand, das macht 10 Volt als Spannungsabfall. Hier unten, das sind 20 Volt als Spannungsabfall. Dann sind das hier nochmal 20 Volt und das hier unten sind auch wieder 10 Volt als Spannungsabfall. Und damit ist es jetzt natürlich kein Problem, hier in der Mitte in dieser Brückenschaltung diese Brückenspannung auszurechnen, die in diese Richtung gesucht war, als U bezeichnet. Und dieses U kann man sich jetzt anschauen, müssen natürlich auch 10 Volt sein in diese Richtung, sodass hier eben 10 Volt und 10 Volt auf diesem Weg entlang genauso groß sind wie diese 20 Volt hier auf diesem Weg entlang. Oder man kann das auch hier unten prüfen, wenn man diesen Weg entlang geht, 10 Volt und 10 Volt zusammen sind genauso groß wie die 20 Volt diesen Weg entlang. Ja, damit ist diese Aufgabe gelöst. Das war das, was gesucht war, die 10 Volt Brückenspannung hier in der Mitte dieser Brücke. Was waren so die typischen Fehler dabei? Naja, irgendwie hat man sich vertan hier. Die Strom- und Spannungsteilerregel vernünftig anzuwenden, um hier diese Teilspannungen und Teilströme auszurechnen. Einige haben nicht unbedingt falsch, aber sehr aufwendig gerechnet, indem man jetzt auf diese doch recht einfache Schaltung ein Berechnungsverfahren wie die Knotenspannungsanalyse draufgeworfen hat. Und naja, also wenn man jetzt mal schaut, das hat ja hier sozusagen ein Bezugsknoten und drei Knoten. Das heißt, um mal eben diese Spannung hier zu berechnen, löst man ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen, drei Unbekannten, relativ aufwendig. Und was auch häufig irgendwie schiefgelaufen ist, dass man angenommen hat, okay, an diesem Leerlauf hier, an dem ja kein Strom fließen darf, an einem Leerlauf ist der Strom 0, dass dann auch die Spannung dort 0 sein muss. Das ist natürlich Quatsch. Also an einem Leerlauf, an dem der Strom 0 ist, kann natürlich eine Spannung abfallen, so wie in diesem Fall hier 10 Volt.